Willkommen zu Star Citizen und dem Kopfgeldjäger-Komplett-Guide. Denn wir zeigen euch nicht nur alle Voraussetzungen und notwendigen Freischaltungen, um das Maximale aus den Kopfgeldmissionen zu ziehen, sondern auch, wie ihr damit sehr schnell reich werden könnt. Daher gehen wir im Detail auf die verschiedenen Reputationssysteme, Voraussetzungen und Zertifizierungsmissionen ein, mit welchen Gegnern und Belohnungen ihr es in den verschiedenen Stufen zu tun bekommt und natürlich eine Übersicht über die aktuell besten Schiffe für die Kopfgeldjagd. Und noch ein Hinweis, im Guide fokussieren wir uns rein auf die Raumkampfkomponente der Kopfgeldjagd, da es auch einige Kopfgeldmissionen in Bunkern oder in Höhlen gibt. Als Grundvoraussetzung nehmen wir über unseren Contract Manager und der General Bounty Hunter die Mission Tracker Training Permit Certification an. Zusätzlich noch die Mission unter Mercenary A Call to Arms, da wir hier Bonuseinkommen für jeden abgeschossenen Gegner generieren. Und mit dieser ersten grundlegenden Mission schalten wir den Weg des Bounty Hunters frei, indem wir ein einfaches Einsteigerziel abschießen. Und keine Sorge, das erste Ziel ist ein absoluter Einsteigergegner, welchen ihr mit jedem Schiff, welches über eine rudimentäre Feuerkraft verfügt, besiegen könnt. Und mit diesem Abschluss habt ihr dann Zugriff auf den weiteren Karrierepfad. Und hier habt ihr es mit verschiedenen Fraktionen und Organisationen zu tun, für welche ihr arbeiten und Reputation aufbauen könnt. Grundsätzlich erhalten wir für jede Kopfgeldmission, welche wir abschließen, bei der Bounty Hunters Guild Reputation. Zusätzlich gibt es noch verschiedene Security-Organisationen, wie beispielsweise Hurston Security oder Crusader Security, sowie als dritten Part private Agenturen, wie Northrock, Blackjack oder Eckert Security. Und egal für welche Sicherheitsbehörde wir Missionen erledigen, für die Kopfgeldjäger-Gilde sammeln wir so immer Reputation. Allerdings sollten wir uns auf eine Sicherheitsorganisation fokussieren, um hier möglichst einen Fortschritt zu generieren. In eurem Mobiglas unter dem Bereich Delphi, ganz im rechten Bereich, sehen wir dann auch die verschiedenen Organisationen, für welche wir schon gearbeitet haben. Und hier im Detail die verschiedenen Stufen. Und um eine neue Stufe für eine Fraktion freizuschalten, müssen wir zunächst Reputation sammeln, also Missionen erledigen. Und bis zu den High-Risk-Target-Missionen geht das Ganze auch recht schnell. Allerdings braucht ihr dann etwa 285 abgeschlossene Missionen, solo, um die Very-High-Risk-Target-Missionen zu bekommen und hier nochmals knapp 150 für die Elite-Risk-Target-Missionen. Also einiges zu tun. Unser Ziel sind allerdings mindestens Very High Risk Target Missionen, da wir hier Fracht im Wert von mehreren Millionen Alpha UEC sammeln können. Aber werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Missionslevel. Bei den Very Low Risk Targets habt ihr es mit Einsteigergegnern und meist weniger Eskorten, als heißt anderen Zielen zu tun. Hier erhaltet ihr pro Abschluss 4000 UEC und eine ansehnliche Reputation, welche euch schnell zu den Low Risk Target Missionen bringt. Hier handelt es sich immer noch um Einsteigergegner, welche allerdings die ein oder andere Eskorte dabei haben. Zum Abschluss der Mission reicht es aber immer aus, nur das eigentliche Hauptziel auszuschalten. Und auch die Medium-Risk-Targets könnt ihr noch mit Einsteigerschiffen problemlos spielen. Hier haben wir das erste Mal mit leichten Fightern und den ersten mittleren Schiffen wie einer Cutlass Black oder Freelancer zu tun. Und ab den High-Risk-Target-Missionen kann es sich vor allem für Einsteiger lohnen, auch dementsprechend ein passendes Schiff mit in die Schlacht zu nehmen. Denn hier haben wir es schon mit schwereren Gegnern zu tun, welche deutlich mehr Treffer aushalten und vor allem einige Eskorten mit sich bringen. Aber im nächsten Kapitel zeigen wir euch, welche Schiffe sich für welchen Spielbereich optimal eignen. Und sobald wir bei den Very High Risk Target Missionen angekommen sind, sind wir auch in dem Bereich, wo es sich sehr schnell extrem lohnen kann. Denn hier haben wir die ersten großen Frachtschiffe und diese haben meist sehr lukrative Waren an Bord, was wir uns gleich im Detail anschauen. Und den Abschluss des aktuellen Kopfgeldjagdsystems bieten die Extreme Risk Targets. Hier haben wir es mit Sub-Capital-Schiffen, also wirklich großen Pötten zu tun, mit einigen Eskorten und viel Feuerkraft. Jedoch sind auch diese immer noch mit den meisten Schiffen gut machbar. Und hierfür haben wir euch im nächsten Kapitel eine Bestenliste mit den besten Schiffen für die Kopfgeldjagd im PvE-Bereich zusammengestellt. Allerdings geht es uns bei den Kopfgeldmissionen nicht wirklich um die Bezahlung der Mission oder des Kopfgelds der Piloten, denn wir sind auf der Suche nach lukrativer Fracht. Und hierfür benötigt ihr euren Scanner, welchen wir nach getaner Arbeit mit V aktivieren und dann die einzelnen Ziele scannen. Denn hier finden sich regelmäßig Waren im Wert von mehreren Millionen Alpha UEC, welche uns auch legal gehören und wir diese auch verkaufen dürfen.
Somit lauft ihr bei legalen Kopfgeldmissionen nicht Gefahr, euch einen Crimestat einzuhandeln und selbst Ziel von Kopfgeldjägern zu werden. Und an diesem Punkt nochmals der Hinweis, dass wir uns rein mit PvE-Kopfgeldmissionen beschäftigen. Das heißt, wir gehen nicht auf die Spieler-Kopfgelder ein, welche ebenfalls über das Kopfgeldjagdsystem zu erreichen sind. Denn hier machen wir nicht Jagd auf Spieler mit möglichst viel Frachtraum, sondern auf Spieler, die ein Crimestat haben. Aber uns geht es, wie gesagt, um das hier, und zwar möglichst viel Fracht einzusammeln. Denn in den meisten Fällen sind die PvE-Ziele, die wir ausschalten müssen, Kriminelle und haben, sobald sie Frachtmöglichkeiten an Bord haben, auch dementsprechend Fracht dabei. Und hier handelt es sich in den meisten Fällen um hochwertige und vor allem hochpreisige Güter. Denn neben den legalen Handelsmöglichkeiten gibt es auch umfangreiche illegale Handelswaren. Und diese bieten meist einen deutlich höheren Gewinn als die legalen Varianten, welche wir jedoch auch in den Wracks finden. Zum Abtransport benötigt ihr in jedem Fall einen Traktorstrahl. Entweder einen im Schiff verbauten, wie hier bei einer Constellation Taurus, welchen ihr mit dem Halten der R-Taste und dem Bewegen der Maus oder dem Mausrad rotieren und bewegen könnt. Alternativ könnt ihr natürlich auch ein Multitool mit Traktorstrahl nutzen oder einen dedizierten Traktorstrahl, welchen ihr für knapp 19.000 USC an den Cargo-Decks kaufen könnt. Und sobald ihr euren Frachtraum gefüllt habt, könnt ihr zum nächsten Handelsposten, das heißt einer Residenzzone, einer Station oder wie wir hier nach Grimhex fliegen. Denn im Vergleich zu den knapp 20.000 USC für unsere eigentliche Missionsbelohnung können wir so schnell ein Vielfaches an Gewinn erwirtschaften. Und solltet ihr nicht sicher sein, wo ihr verschiedene Waren verkaufen könnt, empfehlen wir euch SC-TradeTools. Hier könnt ihr unter dem Bereich Trading die verschiedenen Varianten und Materialien angeben, die Menge und das Tool zeigt euch, wo ihr die Waren entsprechend verkaufen könnt und ob ihr gegebenenfalls, wie wir hier in Grimhex, mit Wartezeiten rechnen müsst, da hier wenig angekauft wird und sehr viel verkauft. Um allerdings an die maximale Fracht, also möglichst alles aus dem Frachtraum eurer Gegner zu gelangen, müsst ihr die Gegner in den sogenannten Soft-Dead-Status schicken. Das heißt, nicht so lange auf das Ziel schießen, bis dieses komplett explodiert, sondern dieses nur ausgeschaltet wird. Und diesen Status könnt ihr einfach feststellen, indem es am Ziel eine Explosion gibt und auch das Ziel nicht mehr aktiv angewählt ist. Denn im Soft-Dead-Status kann das Ziel sich zwar nicht mehr bewegen, ihr könnt allerdings dementsprechend Aufzüge, Rampen und alle anderen Funktionen des Schiffes nutzen, außer dieses Wegfliegen oder mit ihm kämpfen. Und so gelangen wir auch sehr einfach an den Frachtraum und können diesen komplett ausräumen. Hier haben wir beispielsweise eine hochwertige legale Fracht erwischt. Für etwa 5 Minuten Arbeit sind das ein Gewinn von knapp 500.000 Alpha UAC und das ist in jedem Fall der Standard. Denn ab den Very High Risk Target Missionen habt ihr meist mindestens ein Frachtschiff dabei, welches genug Fracht für etwa 1 bis 15 Millionen Alpha UAC Gewinn bietet. Im Regelfall beläuft sich der Gewinn pro Fracht zwischen 100.000 und 2 Millionen Alpha UAC. Und hier noch ein Hinweis für alle, die wenig mit illegalen Waren am Hut haben. Diese könnt ihr zwar legal, also ohne Crimestat verkaufen, allerdings müsst ihr hierfür an illegale Verhandelsplätze. Aber hier nochmal der Hinweis auf SC Trade Tools. Hier findet ihr auch für illegale Waren die passenden Handelsplätze. Aber werfen wir einen Blick auf die besten Schiffe für die PvE-Jagd für Raumkampfmissionen im Bereich der Kopfgeldjagd. Und natürlich handelt es sich um unsere eigene Meinung in diesem Bereich. Ein das beste Schiff in Star Citizen ist schwer auszumachen. Allerdings für diesen speziellen Einsatzzweck empfehlen wir folgende. Bereits ausreichend für Hochrisiko- oder Extremrisikomissionen bieten sich die meisten schweren und mittleren Fighter an, wie die Scorpius, Hurricane, Saber oder die Hornet. Allerdings ist diese Aufzählung in diesem Bereich nicht abschließend. Deutlich einfacher und effektiver werden die Missionen mit einer 600i, welche über eine hohe Feuerkraft verfügt, oder aber mit der Vanguard-Serie. Alternativ auch Torpedobomber wie die Eclipse oder Retaliator. Und ein Maximum an Feuerkraft im PvE-Bereich erhaltet ihr mit der Ares-Serie, der F8C Lightning sowie der Vendul Scythe oder Glaive. Unser Favorit ist die Ares Ion, ohne Munitionsprobleme und mit einer extremen Feuerkraft für Einzelziele. Es empfiehlt sich allerdings, auf Schiffe mit einem Frachtraum zurückzugreifen, nachdem wir hier auf der Jagd nach möglichst lukrativer Fracht sind. Hier sind bereits die Cutlass oder Freelancer-Serie ausreichend, wie auch die Constellations.
Deutlich besser geeignet ist die Constellation Taurus mit einem größeren Frachtraum und einem dedizierten Traktorstrahl, sowie die Drake Corsair. Denn die Corsair bietet mit die höchste Pilotenfeuerkraft und hat einen ausreichend großen Frachtraum. Am effektivsten sind allerdings die Crusader M2 und C2, da wir hier wirklich Massen an Fracht einladen können und so unser Gewinn deutlich steigt. Für reine Solopiloten empfehlen wir euch daher die Crusader Starlifter Serie in der C2 oder M2 Variante, da ihr hier massiv Fracht einladen könnt, alternativ eine Taurus oder Corsair. Und solltet ihr nicht alleine in Verse unterwegs sein, könnt ihr auch auf einen Solofighter zurückgreifen und euer Mitspieler kümmert sich um die Fracht. Vertrauen vorausgesetzt. In jedem Fall solltet ihr darauf achten, einen Hardpass des Ziels zu vermeiden. Denn vor allem bei Missionen in der Atmosphäre kann es schnell sein, dass euer Ziel unsanft landet und hier die meiste Ladung verloren geht. Aber auch in diesem Fall habt ihr immer noch Zugriff auf einiges der Ladung. Aber natürlich seid ihr nicht nur auf Frachtgegenstände beschränkt. Auch NPC-Gegner wie Pilot oder Crew könnt ihr dementsprechend looten und mitnehmen. Wie auch die verschiedenen Waffen. Schiffswaffen könnt ihr nicht nur selbst verwenden, sondern auch an dementsprechenden Handelspunkten verkaufen. Hierbei gilt die Regel, dass ihr immer dort verkaufen könnt, wo ihr die Waffe auch kaufen könntet. Wirklich Geld machen wir allerdings mit den abgeschossenen Frachtschiffen. Hier beispielsweise mit knapp 150 SCU an recyceltem Material. Was alleine schon einem Gegenwert von knapp 1,3 Millionen Alpha UEC entspricht. Oder ihr habt einen Jackpot, und zwar Gasping Weevil Eggs. Diese haben mit knapp 92 SCU einen Gegenwert von knapp 10 Millionen Alpha UEC. Aber natürlich haben wir so eine besonders wertvolle Fracht nicht regelmäßig, allerdings wiederkehrend. Nach etwa 20 bis 30 abgeschlossenen Kopfgeldmissionen und einem dementsprechenden Szenario, wo ihr das Ganze auch ausladen könnt, könnt ihr auf eine sehr lukrative Ladung hoffen. Und diese könnt ihr beispielsweise an den verschiedenen Schrottplätzen in Stanton verkaufen. Allerdings an diesem Punkt nochmals eine Warnung. Je wertvoller eure Fracht ist, desto mehr solltet ihr darauf achten, diese auch sicher an den Mann zu bringen. Denn vor allem an den einschlägigen Handelsplätzen für hochwertige illegale Waren wie den Schrottplätzen kann es immer wieder zu deutlich erhöhtem Betrieb kommen. Hier kann es bereits ein einfaches Warnsignal sein, wenn die Überwachung im Bereich ausgeschaltet ist. Dann solltet ihr vielleicht entweder einen anderen Platz anfliegen oder euer Schiff erst einmal im Hangar parken. Aber abschließend noch einige Tipps und Tricks, vor allem im Bereich der Kopfgeldjagdmissionen. Grundsätzlich können wir euch den Bereich um Crusader für die Kopfgeldjagd empfehlen. Hier habt ihr oftmals Missionen, welche in der Schwerelosigkeit oder in einer nahen Atmosphäre stattfinden. So sind die Reisezeiten dazwischen relativ überschaubar. Alternativ bietet sich auch der Bereich um Hurston an. Hier habt ihr allerdings meist eine etwas längere Anflugzeit. Des Weiteren macht es Sinn, sich auf eine der Fraktionen zunächst einmal zu konzentrieren. Entweder auf Crusader oder Hurston Security oder gleich auf einen der privaten Kopfgeldjägeranbieter. Solltet ihr euch allerdings für einen privaten Sicherheitsdienst empfehlen, hier nochmal der Hinweis, dass diese, wenn ihr beispielsweise für Eckert Security arbeitet, sich gegenseitig ausschließen. So baut ihr beispielsweise Reputation für Eckert Security auf, verliert allerdings Reputation für Northrop. Dies gilt allerdings nicht für die Sicherheitsdienste von Crusader, Hurston, Microtech oder Area IT. Diese sind alle froh, wenn Verbrecher egal wie bekämpft werden. Und solltet ihr mit dem Raumkampf noch Schwierigkeiten haben oder etwa eine friedliebende Natur, dann schaut gerne bei uns im Discord vorbei. Wir veranstalten regelmäßige Events, wo wir gemeinsam Missionen durchführen. Grundsätzlich bietet die Kopfgeldjagd, vor allem mit dem Fokus auf möglichst hochwertige Fracht, aktuell eine der lukrativsten Methoden, um schnell sehr viele Alpha UEC in Star Citizen zu verdienen. Und auch wenn man hier komplett solo sehr erfolgreich sein kann, macht es natürlich im Team deutlich mehr Spaß und ist deutlich sicherer. Aber mich würde eure Meinung interessieren. Welches Schiff bevorzugt ihr? Lasst es mich gerne wissen. Im Discord, in den Videokommentaren oder in den täglichen Twitch-Livestreams. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Video. Bis bald und see you in the verse.